Recht herzlich willkommen zur 18. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, letztes Mal haben wir hier den Kampf verloren. Wir stocken gerade wieder Soldaten auf und dann gucken wir zu, dass wir da beim nächsten Angriff die da kriegen, oder wir warten gerade, bis da was geht. Das müssen wir jetzt abwarten. Die haben natürlich hier... Ah ne, die sind ja Quatsch. Wir sind ja im Bauernaufstand. Ja, zwei Leute. Wir müssen gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir die aus unserem Land wieder vertreiben. Dafür müssen wir schauen, dass wir hier genug Kraft haben. Aber die sind mit der Moral auf jeden Fall besser wie wir, weil wir sind... Nee, warte mal, wir sind jetzt auch... Ach, das ist die Festung, dass wir die befreien. Okay. Das würde eigentlich bedeuten, dass wir die nochmal kriegen sollten, oder? Moral ist hoch, bei denen allerdings auch. Komm, dann gehen wir lieber nochmal sofort rein, weil ich glaube, sonst befreien die das Land da gleich. Und das ist nicht in unserem Sinne. Ach so, weiterlaufen lassen, sonst laufen die auch nicht, ne? 3 gegen 2, vielleicht schaffen wir es, ja? Wir haben natürlich wieder die schlechtere Moral, ist klar. Aber diesmal starten wir nicht mit 2-2, sondern mit 3-2 bleibt es. Und ich glaube, wir können diesen Aufstand niederschlagen. Sieht einigermaßen aus, als ob das nicht klappen würde. Alles klar. Das kann doch nicht sein, oder? 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 Komm. Wir haben es trotzdem verloren. Du glaubst es doch nicht, oder? Das ist doch super, hm? Also irgendwas ist da ziemlich faul in meinen Augen. Hm. Die belagern wieder. Und wir sind die Doofen, in Anführungsstrichen, oder? Krass. Ja, gut. Dann sollten wir auch mal darüber nachdenken, dass wir die volle Westlichung da ja anfangen, die wir noch nicht haben, glaube, ne, oder? Haben wir die schon? Glaube noch nicht, ne? Das war bei den Zahnrädern? Nee. Da brauchen wir hier 0. Das müssen wir also erstmal erzielen. Das dauert noch. Freien Beraterplatz, Waffenruhe wird bald enden. Die haben nur 0,8, wir haben 1. Und wir müssten ja mal irgendwann wieder ein paar Soldaten kriegen, ne? Wie sieht es finanziell eigentlich aus? Da ist der Geldbeutel, machen wir gerade Plus. Wenn wir da 2 haben, müssen wir sofort reingehen, damit die das Land da nicht erobern, ne? Aber wann haben wir 2? 900, 500, 300. Jetzt haben wir 2. Zack. Moral ist hoch. Sollte eigentlich funktionieren, oder? Das sieht diesmal besser aus, oder? Was passiert hier? Verlieren. 6 Bauern. Na, dann machen wir das. Noch mehr können wir uns gerade nicht antun. Was ist hier? Okay, wir haben endlich mal gewonnen. Gut, dann befreien wir hier jetzt das Land oder wird lieber das da? Weiß ich nicht. Was zeige ich das hier an? Da werden wir bald fertig, ist klar. Was ist das? Okay. Ja, wird kompliziert. Ich hoffe, wir kriegen es aber hin. Ne, ich will jetzt keine Regimenter, dass die sich da erheben. Ah, okay, der erste nochmal befreit. Jetzt geht's da hoch. Was ist das? Okay, das nehmen wir an. Macht Sinn. Mechanisch, wer ist das? Das sind die, ne, oder? Ja. Unsere Truppen erholen sich. Wir befreien das Land. Alles gut. Was ist hier? Ukrainische Bauern, Steuern gesenkt. Maßnahmen. Stabilität steigern. Maßnahmen. Stabilität steigern. Maßnahmen. Stabilität steigern. Haben wir. Die will ich nicht, also Geld zahlen. Und da können wir noch mehrere Maßnahmen machen. Da kommen wir auch ins Plus. Können wir noch mehr?
Also das machen wir auch, akzeptieren wir auch. So. Da hätten wir noch mal eine Möglichkeit. Und die ziehe ich auch noch durch. Gut, finanziell geht es gerade ins Plus. Wir könnten jetzt verwestlichen und ich bin der Meinung, dass wir da auch mit anfangen sollten. Okay, das wäre dann 0. Was ist das? Eine Staatsehe nehmen wir auch an. Okay. Okay. Das ist auch klar. Ja, das ist grausam, das weiß ich auch. Müssen wir aber machen. Gut, mit denen haben wir jetzt, glaube ich, eine Staatsehe. Bündnisaktion, nee. Einflussaktion, ne. Und was war das? Staatsehe, Beziehung? Hä? Bin ich denn jetzt? Wo kriege ich denn? Oder bin ich hier bei den Falschen und das ist die Staatsehe? Ja, wir haben noch ein Bündnis mit denen. Eigentlich hätten wir denen helfen müssen, oder? Naja, jetzt ist egal. Dynastieaktion, da ist es alles klar. Jetzt habe ich es nicht gefunden, ne? Aber ist alles gut. Gut, unsere Truppen erholen sich gerade. Wir wollen mal schauen, wie wir da... Da kommen wir noch nicht weiter. Das dauert eine Weile, bis wir dann auch hier unseren... Staatsreligion ändern können. So, Truppen müssen jetzt mal ein bisschen besser werden. Wir sind mit denen verbündet, haben eine Staatsehe, mit denen haben wir ein Bündnis. Wie ist mit denen? Verbündet, das nicht, und Föderation. Ja. Weiß nicht, wie wir mit denen zugange sind. Ein Bündnis haben wir nicht. Einfluss. Ist auch nichts möglich. Gerade gespeichert. Naja, gut. Jetzt müssen wir einen Moment warten. Finanziell sieht es noch ganz gut aus. Darlehen haben wir auch noch. Können wir da schon was tilgen? Ich glaube nicht. 29 jeweils. Das wird gleich sowieso teuer, wenn wir umändern. Macht erkriegen. Okay, oh, administrative Macht nehmen, das spielt dann keine Rolle, würde ich sagen. Jo, das ist erstmal schon mal ein Schritt vorwärts. Wie sieht das hier aus? Oh, da ist eine feindliche Truppe. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das sehen. So, die füllen sich wieder auf. Dauert aber noch, bis die wieder voll sind. Hier kommen keine Reserven groß nach, ne? Okay. Ja, Moral ist gut, Geld ist gut. Wir sind mit denen in der Staatsehe. Und mit denen haben wir ein Bündnis. Mit denen haben wir, glaube ich, nichts. Ein Darlehen wird bald fällig. Okay, das sind nur noch ein paar Monate. Ja, dann muss ich die Forderung ignorieren. Weil ich möchte einfach verwestlichen. Gut, das sind schon 4 Truppen. Das ist auch schön. Die haben nur eine und die da unten haben 6. Was ist das? Ja, Einheiten haben Verluste erlitten. Ja, das wissen wir auch schon, ne? Gut. Läuft gerade. Ist ruhig. Und wir tun alles, damit wir die Verwestlichung hinkriegen. Allerdings sind das minimale Prozente, die wir da zurzeit haben. Ne? 8,42, das ist nicht viel. Ja. Gut. Ist gerade ein bisschen ruhig. Sollen wir einen Tacken schneller machen? Macht vielleicht Sinn.
Prestige ist 93 minus, aber wird besser, 92, guck an. Wird aber ewig dauern, bis das runterkommt. Geld verdienen wir gar nicht mehr, oder wie sehe ich das? Aha. Was ist passiert? Auch 50, auch 30, bitte wieder weniger. Hätte ich über 1 eben gehabt, zahlen die auch Steuern nicht, ne? Weil wir hier verwestlichen, kann er sein. Naja, was willst du machen? Gut, machen wir die nochmal. Ah, da sind sie schon vollzählig wieder da. Das ist doch schön, oder? Okay, warte mal, was passiert jetzt? Mikamisch, das sind die, kommen mit 5 Truppen. Okay, wir müssen uns auf den Kampf vorbereiten. Okay. Gut. Was machen unsere Gegner? Nicht Gegner da, klar. Was machen unsere Gegner? Gute Frage. Aber da kommt der Dingens. Dann gehen wir doch da auch mal hin, oder? Stärken die. Ja, das hat einen sofortigen Erfolg gegeben. Was ist jetzt los? Ach, die haben Verbündete. Okay, das machen wir auch. Ja, schade. Ich weiß nicht, mit wem wir verbündet sind, aber das sind schon ganz nette Leute gewesen, ne? Die 15 da gehen aber da unten hin. Dann würde ich aber auch schnell da wieder hinlaufen. Und gucken, dass wir die angreifen. Nee, dann nicht. Da sind ja noch 4. Shit, jetzt sind wir schon dran, ne? Das ist schlecht. Ja, vielleicht kommen die noch rechtzeitig. Nee, leider nicht. Aber dann können die das wieder ausfechten. Und die sind jetzt die Führenden. Okay. Wir unterstützen die, gehen da schon mal hin. Dann sind wir wenigstens ein paar mehr, wenn die kommen. Aber das wird schwierig, ne? Zähne, ah, die kommen jetzt. Das reicht leider nicht. Aber den Kampf müssen wir annehmen, ne? Würde ich sagen. So, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist hier schon mal irgendwo... Ah, warte mal. Ja, da senden wir auf jeden Fall einen hin. Auf dieses Mohawk. So, alle Rechte verweigert. Stabilität weniger. Verlieren 10 Legitimation. Schnell dahin. Oh, das war knapp zu spät, ne? Aber die haben gewonnen gehabt, oder? Dann gehen wir jetzt dahin. Ne, ich will jetzt Frankreich nicht den Krieg erklären und die sollten uns jetzt vielleicht auch nicht gerade den Krieg erklären. Wir machen hier mal gerade ein bisschen langsamer noch. Nein. Verlieren wir Prestige, egal. Okay. Warte mal gerade, das geht jetzt zu schnell alles. Achso, das sind die. Wenn die gleich dazu kommen, schaffen wir das. So, dann nehmen wir mal Husten, Entschuldigung. Schaffen wir aber auch, glaube ich, alleine. Wunderbar. Und wir haben die Schlacht gewonnen. Das wollte ich jetzt nicht verschieben. Ich wollte das machen und die unterstützen. So, da fangen wir an mit dem Glauben. Das ist auch gut so. Die Kamisch, die sind gleich von der Karte. Latte, aber ich glaube, das ist schon zu spät, ne? Keine Mission ausgewählt. Warte mal, können wir die irgendwas hier besonders? Ne, das ist falsch. Ne, da ist jetzt leider nichts bei. Missionsstärke 1.0. Warum Theoretiker? Nehmen wir an. Stabilitätskosten. Nationalsteuermodifikator minus 4%. Okay, müssen wir durch. Missionsstärke plus 1 können wir nehmen. Toleranz Theoretiker plus 1.
Missionsstärke plus 1, Toleranz Heretiker minus 1. Missionsstärke plus 0,5%. Das ist ganz wenig, das können wir auch noch machen. Und das machen wir auch noch. Dann haben wir gerade wieder Leute zum Reformieren da. Missionieren, nicht reformieren. Reformieren ist etwas anderes. Und Oneida, das ist das. Schicken wir rein und Onaganda schicken wir auch rein. Okay, dann sind die beschäftigt. Gucken wir gerade nochmal durch. Das ist jetzt... Achso, wir haben keinen zum Frieden verhandeln, wenn wir da gleich so weit sind, ne? Das würde bedeuten, der ist ziemlich gut. Ach, da muss ich rechtsklicken, dann kann ich den noch rückholen. Kurz durchgeguckt, das ist richtig miese jetzt. Das liegt aber an den drei Missionaren. Da können wir noch einen senden. Sehr interessant. Und der heißt Sansaukato, sonst wie. Das ist der. Der ist auch unterwegs. Da nochmal reingeguckt. Können wir nichts machen. Da ist alles im grünen Bereich. Das haben wir gemacht. Achso, wir müssen noch hier. Ja, religiöse Einheit machen wir dann. Rebellen, da müssten wir Stabilität steigern. Ist bei 0, lassen wir so. Kirche sind wir gewesen. Soldatenzahl 5 von 8 haben wir, alles im grünen Bereich. Wir haben auch einen Soldat da, der ganz gut ist. Okay, das bedeutet, da sind wir erstmal mit durch. Wir besetzen die jetzt gerade. Lassen wir gerade noch einen Moment laufen. Da sind Verbündete. Ja, gleich wird das dann da zum Friedensverhandlungen kommen. Aber ich denke mal, die Friedensverhandlungen machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.